Hey Leute, willkommen bei Let's Commentary Rock of 3. Heute ein ganz besonderes Spielchen. Und zwar habe ich mir einen Gast geholt. Und zwar machen wir heute einen Dualcast. Und das ist hier der liebe Contempt. Sag hallo. Ja, hallo Leute. Hier ist Contempt aus Clan Ereed. Human-Spieler. Ist genau. Hier ein 2-on-2-Replay von mir und Crowjam, meiner 2-on-2-Ally. Und das werde ich heute hier mit Finn casten. Ja, coole Sache. Du hast mir schon die Frage vorweggenommen. Ich wollte gerade fragen, wer bist du eigentlich, was machst du und warum zur Hölle sollten uns das überhaupt interessieren? Ja, aber gut, das hatten wir jetzt schon. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen gleich mal ins Spiel. Du hast ja bereits gesynkt auf 15 Sekunden. Ja. Und da mache ich dann auch mal gleich. Und dann geht's doch los. Wie gesagt, Conti, also Contempt hier als Conti unterwegs. Und so, machen wir erstmal hier den Sync auf 15 Sekunden. Und dann geht's auch gleich los. So, 15 Sekunden habe ich. Würde ich mal sagen, 3, 2, 1 und go. Go, alles klar. So, wunderschön. Stellen wir mal den Fog of War bei mir jetzt hier aus. So, was kannst du dem Spiel sagen? Okay, ja, also die Map hier, dachte ich zumindest, wir hätten sie rausgevotet und deswegen waren wir gerade so ein bisschen planlos, was wir auf der Map machen sollten. Ist aber eine relativ enge Map, also mit engen Wegen und deswegen relativ schön für Human hier mit den Gebäuden zuzubauen. Dafür sind wir auch in Clan Wars relativ bekannt, dass wir ziemlich oft die Gebäude der Humans abusen und einfach auf der Map irgendwelche Wege blockieren. Ja, sehr was nice. Was man hier auch direkt bei mir schon am Anfang sieht, ich baue direkt den einen Eingang zu meiner Base zu. Und Crowjam macht es dann auch bei sich auf der anderen Seite sozusagen ebenso. Ja, auf jeden Fall klasse. Wie gesagt, man sieht hier ja schon die Lumbermill, die im Bau ist bei beiden Humans. Ja, und so die ganz normale Standard-BO jetzt natürlich hier beim Undead geht natürlich jetzt hier ganz klar auf Fiends. Der Ork hier, ganz klar, wird wahrscheinlich, wenn es nichts überraschend Neues wird, den Blade Master choosen. Wenn, wird ja kaum noch was anderes gespielt. Jawohl. Ja, da kommt der Blade Master. Da kommt der Blade Master schon. Und man sieht es hier schon ziemlich schön, du baust hier gleich mal ein paar Tower rein. Also das ist natürlich eine ziemlich exotische BO, die ihr zwei jetzt hier natürlich am Start habt. Ja. Das sieht man auch nicht alle Tage. Also hier, Crow choose jetzt hier den Paladin first. Und ja, bei mir kommt auch der Paladin. Du tatsächlich auch. Also wow, also ich persönlich kenne das Spiel noch nicht. Ja. Und also sehr nice. Sowas sieht man ja tatsächlich relativ selten. Wie kannst du denn das zurückführen? Dass man das so selten sieht, außer diese Standardgefussel mit Archmage. Tja, warum sieht man das so selten? Also ich glaube, dass es doch eine deutliche Skill-Kurve gibt bei den Nicht-Mainstream-Helden und dass es deutlich schwerer ist, andere Helden effektiv zu spielen. Der Archmage spielt sich ja schon wirklich sehr leicht. Ja, die Water Element, du castest die halt und dann sind sie da und da ja, musst du nicht zielen oder so. Und die Aura ist halt eine Aura, ja, gibt Mana-Regeneration, du musst nicht weiter drüber nachdenken. Na klar. Und die wichtigsten Aspekte des Spiels, also Defenden, Pushen, Creepen, kannst du einfach mit dem Element sehr gut machen. Und alles andere, ja, wie Paladin oder Blood Mage oder was auch immer man noch so spielen kann, braucht einfach wirklich du musst einfach viel mehr Gedanken da reinstecken und wie benutzt du es wirklich? Das stimmt. Und dann sieht jetzt hier ganz schön, wie du jetzt also quasi hier direkt mal mit ein paar Militia hier losgehst, deine Base hier schon mit einem Arcane Tower und einem Guard Tower direkt zumachst. Der andere wird wahrscheinlich auch noch gleich im Bau gehen und hier wahrscheinlich erstmal den Creep Spot nimmst. Ja, beziehungsweise wahrscheinlich eher die Goldmine, so wie es gerade aussieht. Jawohl, da kommt die Goldmine. Denn der andere Paladin von Crow, der macht sich jetzt hier erstmal auf dem Weg nach unten, höchstwahrscheinlich erstmal in die Undead Base, um damit dem Paladin wahrscheinlich ein bisschen Terror zu stiften. Das sieht momentan zumindest so aus. Oder möchte hier vielleicht nur irgendwo anders hin? Also er geht hier hauptsächlich erstmal scouten, weil wir auf der Map nicht gescoutet haben. Die Laufwege sind ziemlich weit und meistens kommt der Miliz dann nicht mehr lebendig zurück, wenn da ein Blade Master rauskommt oder ein Death Knight. Genau, und jetzt sieht man hier auch direkt den Blade Master hier, wie er vorbeihuscht. Genau, und es ist halt auch so, dass, ja, du kannst einfach bei den meisten Undeads und Orks einfach denken, was er macht. Ja, der wird halt Blade Master bauen und Death Knight und Fiends und gerade in diesem Game sind es kein Death Knight und Fiends, aber das hat Crowjam dann auch gescoutet. Ja, tatsächlich, hier, tatsächlich, das habe ich jetzt hier ganz übersehen. Natürlich spielt jetzt hier der Undead hier auf einen Lich, was natürlich auch nicht aller Tage man sieht, ne, ist ja ganz ja, klar. Ja, guck mal in sein Inventar, was fällt dir da noch auf? Ja, hier, er hat eine Dust dabei und die Rod. Zack, und er hat es gerade auch selber schon benutzt, deswegen ist nicht mehr Inventar. Natürlich, ja. Der Sacrificial Skull. Ja, er baut jetzt hier also quasi direkt eine Fast Expansion, so wie es aussieht.
Genau, die haben wahrscheinlich beide eingeschätzt, dass wir als Double Human natürlich mindestens eine Fast Expansion machen, wenn nicht gar sogar zwei, und wollen hier direkt dagegen halten. Richtig, richtig gut gemacht. Also jetzt hier, wie gesagt, hier laufen wir hier schön. Jetzt kommt erstmal der Paladin erstmal im Focus Fire ist hier von den Grunts und von den Ghouls surrounded. Muss ja so aus und hat wahrscheinlich jetzt hier, hat er das hier gecastet, wahrscheinlich hier ist hier nochmal, lässt sein Hero aber down gehen. Okay, ja, also das war sehr ungeschickt reingelaufen, ja, sag ich mal. Also wie gesagt. Aber ich möchte noch was zu den Paladinen sagen, auf der Map gerade. Ja. Wie man sehen kann, hier sind hier zwei Mana-Fountains und zwei Paladine können sich dann an den Mana-Fountains auch praktisch unbegrenzt heilen, was man später auch noch sehen wird, dass Paladine am Mana-Fountain wirklich teilweise echt unbesiegbar sein können. Da gewinnen 30 Supply gegen 80 Supply einfach tatsächlich durch. Ja. Ja gut, das ist natürlich, wie gesagt, eine klasse Sache. Okay, und jetzt scoutet hier erstmal die Gegner jetzt hier, also im Endeffekt der Blade Master und der Lich jetzt hier erstmal die Expansion aus, setzt jetzt hier direkt einen Sentry Ward hin, um natürlich zu schauen, ob ihr jetzt hier natürlich eine Expansion baut. Und da kommen bereits die zwei Barracks hier, natürlich um wahrscheinlich Rifler zu pushen, so wie es denn aussieht, aber jetzt wird hier erstmal ein bisschen was behakt. Ja, da kommen die ziemlich krass rein, hier gehen wirklich mit allen Units direkt auf die Worker, wollen hier die Barracks auf jeden Fall nicht hochkommen lassen. Da kommt der Paladin wieder raus, wird aber auch direkt surrounded. Ja stimmt, der Paladin wird hier direkt surrounded. Hat aber hier noch gar keine Probleme. Noch keine Probleme, denn überall steht es, aber jetzt muss er natürlich hier aufpassen. Jetzt ist er von seinem Militia selbst surrounded. Da kommt er hier vom anderen Paladin, der ist gerade hier hereinmarschiert. Jetzt muss natürlich hier der BAM aufpassen, der BAM ist surrounded. Hat keine Mana, aber hielt sich jetzt. Hier hat noch eine Greater Potion of Feeling wahrscheinlich dabei gehabt. Irgendwie sowas in der Art. Und jetzt wird hier schön der Surround weitergesetzt. Da kommt irgendwie der Heal und da geht der Blade Master down. Jawoll, saubere Sache jetzt hier. Schön mit versucht den nochmal Grunts rein zu blocken. Er versucht die Grunts hier nochmal in den Barracks rein zu blocken, aber nein, er schafft es nicht ganz. Beide Grunts kommen wieder raus. Schade, tatsächlich. Das wäre jetzt auch noch schön gewesen zwischen den Barracks hier natürlich eingesperrt. Da kommen sie auf jeden Fall nicht mehr raus. Aber hier richtig schön die Militia reingezogen. Jetzt muss aber der Paladin hier jetzt aufpassen. Der Paladin muss hier aufpassen, nicht dass er jetzt hier noch eine Nova abkriegt vom Undead. Und das ist jetzt hier aber der andere. Der ist hier schon wieder da, damit er ihn healen kann. Also Doppelpaladin, da ist auf jeden Fall immer irgendwo ein Heal da. Das ist ganz klasse. So, jetzt vom Tech her. Wie sieht es denn überhaupt vom Tech her aus? Bereits Crow ist bereits auf dem Keep, also auf Tier 2. Conti hier jetzt fast. Und der Ork Tech hier direkt weiter auf Tier 3. Der Undead hingegen immer noch auf Tier 1, um seine Echse hier zum Laufen zu kriegen. Möchte jetzt hier dann wahrscheinlich natürlich Tech der Ork jetzt hier auf Tier 3 weiter und der Undead erstmal stehen bleiben, damit der Undead dann quasi das Gold zum Ork pushen kann. Ja, der Ork will hier wahrscheinlich dann mit Tier 3 auch wirklich mal die die große Late-Game-Stärke der Orks ausnutzen und die tauchen mit den Master-Walkern richtig, bauen. Ganz genau. Und dazu braucht er eben richtig viel Geld und deswegen verzichtet hier der Undead sogar gerade auf sein Tech, um hier möglichst schnell das Geld anzuschaffen, damit er hier natürlich Support zum Ork geben kann. So, die zwei Paladine Maschinen jetzt, wie gesagt, erstmal hier zum Fountain of Mana, um sich jetzt hier ein bisschen zu regenerieren. Ja, und da kommen auch die Milizen und Rifler werden direkt hingezogen und jetzt wird man auch gleich schön den Creep am Fountain of Mana sehen und auch wirklich hier die Stärke der Paladine mit dem unbegrenzten Mana-Vorrat. Jetzt kommt hier erstmal eine Lightning Sheet hier auf dem Pala drauf, damit die hier ein bisschen burnt und das ist ziemlich nice. Also zum Creepen ist das schon richtig gut, da hast du auf jeden Fall dann weniger die Probleme mit diesen scheiß Creeps. Die sind ja eigentlich schon relativ stark hier an der Fontaine, das muss man wirklich sagen. Die kriegt man ja nicht ohne weiteres down. Aber hier mit zwei Paladinen und jede Menge Militia, da hast du gar keine Probleme eigentlich damit. Vier Grunts steuern jetzt hier erstmal da. Oh, da ist der Blade Master, killt jetzt hier erstmal einen Militia. Ja, Blade Master sieht es und alle Grunts kommen jetzt hier auch da zum Fountain, während der Undead natürlich auch sieht, wo wir creepen durch seine Alley und ihm jetzt hier auch zu Hilfe kommt. Und jetzt sind es hier, wie ich vorhin auch angesprochen habe, 35 Supply plus noch der Paladin von Crowjam gegen beide gegnerische Spieler mit vollen Army, Grunts und Ghoulen. Oh Mann, und jetzt müsst ihr wirklich aufpassen, da sind nämlich viele, viele Einheiten von den Gegnern jetzt da. Hier wird erstmal ein Lightning Shield hier auf den Rifler gecastet, dass der hier erstmal die ganzen Ghouls wegburnen kann. Da kommt erstmal hier das Divine Shield vom Paladin. Aber die Rifler hinten, sie sind auf jeden Fall im Bedrängnis und die werden es nicht mehr überleben. Die werden dann nicht mehr überleben. Die gehen alle down und jetzt kommt hier erstmal der Crow, der kommt hier erstmal mit zwei Spellbreakern hier an. Und natürlich seinem Paladin, der jetzt auf Stufe 3 ist. Beide Stufe 3, das ist natürlich sehr geil. Aber genauso der Blade Master jetzt hier auch. Kann sich jetzt hier aber noch gut verteidigen, hat keine Probleme hier und kann immer wieder healen. Also da tatsächlich die Heroes rauszufokussen, unmöglich. Ja, fast. Ja, hier kannst du eben auch durch den Fountain wirklich deinen Mana einfach vergeuden und hier sogar, es lohnt sich sogar einfach hier so ein Peasant gegen einen Level 3 Blade Master gegen zu heilen, weil das Mana einfach nicht mehr wert ist mit dem Brunnen. Du hast einfach unendlich davon. Und tatsächlich baut ihr hier jetzt der Ork auch eine Expansion. Also wir sehen jetzt hier zwei Expansions hier vom Archibaldi, so heißt er übrigens, und vom DTDK LOL.
Und ja, CrowGem sichert hier auch gerade oder hat beziehungsweise schon seine zukünftige Expansion. Und jetzt hier läuft der Lich unglücklich rein, aber da hat Crow es nicht gesehen, viel zu spät, sonst hätte er den Lich eventuell noch kriegen können, der Lich auf Level 2. Das ist natürlich auch nice. Und jetzt wird hier erstmal die Echse behakt, hier vom Paladin, die wird gerade abgebrochen. Richtig schön. Da hast du also direkt mal gar keine Probleme gehabt. Die noch im Aufbau war, da hat er gleich gesehen, die ist auf verlorenen Posten. Und jetzt natürlich hier, gut, hier steht ein Akku rum, aber das interessiert nicht. Ja. Lich geht oben auf die Worker. Ja, die Worker hier oben, die bauen jetzt hier erstmal noch einen Tower hin. Da verfolgt der Lich hier ein bisschen, aber der macht da auch nichts. Und jetzt kommt hier der Go auf die Expansion vom Undead. Hat aber leider, hat natürlich den Rubium Tower und der kloppt natürlich hier schönerweise auf den Paladin drauf. Der jetzt übrigens fast keine Mana mehr hat. Der hat noch Mana für einen Heal und dann war's das. Der andere Paladin ist aber hingegen noch voll und der Orc kommt jetzt hier auch mit Level 3 Blade Master, Level 1 TC und Grunt rein, um zu helfen. Oh ja, jetzt also muss man aufpassen, aber jetzt ziehen natürlich alle Akkus hier natürlich jetzt erstmal die in den Rubian Tower und jetzt müssen die Rifle hier aufpassen. Allerdings, da wird noch geheilt, natürlich die Shockwave hier jetzt reingekommen vom Tower und Chieftain. Aber die stehen natürlich gerade ziemlich blöd, die Rifle, muss man natürlich sagen, direkt in den Fronteinheiten vom Ork. Aber hier, Crow bleibt natürlich hier in der Base und versucht jetzt hier natürlich erstmal alles kaputt zu machen, versucht jetzt hier natürlich die Echo down zu kriegen, beziehungsweise erstmal den Tower, denn der nervt natürlich tierisch mit seinem scheiß Slow. Tier aufgesplittete Einheiten jetzt hier natürlich erstmal, aber die Spellbreaker, die halten auf jeden Fall was aus. Die haben ja schon hier das Stufe 2 Defend Upgrade, also da geht auf jeden Fall schon einiges. Ist hier der Lich surrounded? Na, doch nicht, der ist jetzt hier gerade noch rausgekommen, aber der Paladin portet sich jetzt hier raus, also Crow portet sich jetzt hier raus, und weil er hier anscheinend noch zu viele Einheiten... Ja, da landet einfach zu viele Ghule. Richtig. Ist ja auch lange auf Tier 1 geblieben. Und aus 3 Barracks hat er hier Ghule gepumpt. Oh mein Gott, ey. Tatsächlich hier. Also er hat tatsächlich hier 3 Barracks. Unfassbar. Aber das ist natürlich schon ziemlich viel. So, was sehen wir beim Tech? Wir sehen jetzt tatsächlich auf der Seite von Conti, also quasi von dir, nichts außer Rifler. Hier wahrscheinlich nochmal ein Rifler down gehen, jawohl. Ist natürlich... Ja, aber in der ganzen Aktion ist ja auch nur ein Rifler down gegangen, also... Keine großen Verluste eingesteckt und eben auch gleichzeitig die beiden Expansions hochgezogen. Was sagt denn das Supply? Wir haben hier beim Conti 39 Supply, beim Jam 41 Supply und bei den Gegnern 42. Und also es ist ziemlich ausgeglichen. Vom Supply her ist es ziemlich ausgeglichen. Da nehmt ihr euch nicht besonders viel. Und verdammt nochmal, mein Skype nervt mich schon wieder. Ich sollte mal wieder ausmachen. Also, ausmachen ist blöd, aber... So, jetzt wird hier erstmal auf den Arcane Tower drauf gekloppt. Der kloppt natürlich erstmal auf den BM drauf. Der hat schon wieder keine Mana mehr. Jetzt kommt hier erstmal der Spirit Link. Allerdings natürlich total sinnfrei gegen die Spellbreaker im Endeffekt. Ja, da gehen sie in die Peasant Line. Hier geht erstmal alle Peasants down. Der Lich wird hier gefokust von Holy Light. Die Rifler schießen auf den Lich. Der hat noch eine Heal Potion, trinkt die auch direkt. Genau. Und muss jetzt aufpassen, die Rifler gehen immer noch mit den Breakern auf den Lich. Und da muss natürlich aufpassen, denn zwei Heals, jetzt kommt der erste Heal und der zweite Heal, der Lich geht down, jawohl. Der Lich geht down. Unfassbar, jetzt ist hier der BM ist jetzt hier surrounded, wird von den Spellbreakern angegriffen. Die müssen auch wiederum aufpassen. Ah ja, der kommt hier nicht mehr raus und der muss ausbauen. Der muss jetzt ja auch TP ziehen und die Ghule können hier natürlich nicht raus TPen, weil der Lich natürlich tot ist. Und jetzt gehen hier auch alle down, die Ghule. Ah, tatsächlich. Keine Chance gegen die Rifler. Natürlich, absolut gar keine Chance. Die Ghule sind auch einfach viel zu langsam, um hier irgendwas zu machen und... haben auf jeden Fall keine Chance gegen so viele Rifler. Und da geht nochmal einer down. Level 4 für den Paladin von Crow. Und hier sieht man wirklich ziemlich nice. Jetzt möchte die anscheinend hier den Mercenary Camp hier oben creepen. Was sie auch in dem Augenblick macht. Sowas sieht man jetzt überhaupt in der Base vom Undead. Wir sehen jetzt hier die ersten Abos. Und zwar, und hier auch noch das zweite Slaughterhouse. Möchte jetzt hier also ein paar Abos pumpen. Hier oben ist jetzt ein Creep-Spot. Den beachten wir jetzt mal nicht und checken jetzt erstmal die Bases aus. Haben hier zwei Racks Tauren. Hier ist natürlich schon der erste Taure da. Ob da jetzt das Upgrade schon drauf ist, ich weiß es nicht. Das kann man natürlich so in dem Replay nicht sehen. Und die Spirit Walker natürlich ganz klar. Und die sind natürlich auch schon auf Master. Das heißt, Revive im Endeffekt für die Tauren ist auch schon vorhanden. Das ist natürlich eine fiese Sache hier im Endeffekt. Ja, auf jeden Fall auf der Map auch wieder, auch wegen den Mana-Brunnen, eine sehr starke Strategie, weil die Spiritwalker unbegrenztes Mana haben, die können hier reviven, dumm und dämlich. Das wird man auch sehen, das ist wirklich sehr gefährlich hier. Na gut, ja natürlich, und natürlich auch ganz klar in der Spirit-Form hier natürlich nur von Magie-Angriffen attackierbar, da habt ihr natürlich gar nichts und der Heal bringt natürlich gegen sie nichts, sondern nur gegen alle. Und jetzt wird hier reingeportet, mit über einem Dutzend hier Rifler und der geht natürlich hier direkt erstmal auf den Black Master, steht aber hier sehr unglücklich direkt zwischen den Tauren, muss sich jetzt hier erstmal zurückziehen, muss wirklich aufpassen hier auf seine Rifler, geht der erste down, aber hier steht natürlich direkt
die Spellbreaker hier in der Reihe. Aber die Rifle, die sollten sich hier besser zurückziehen. Die sollten sich hier besser zurückziehen, um nicht hier zu viel Damage abzukriegen. Allerdings wird hier schön gehealt, es wird hier schön gehealt. Und hier versucht man wirklich, die einzelnen Rifle rauszuziehen. Aber durch den Spirit Link hat das natürlich der Ork jetzt umso schwerer. Umso schwerer jetzt die Rifle hier einzeln rauszuziehen. Das ist natürlich ganz strange. Und jetzt wird hier auch wirklich schönes Micro jetzt hier alle Rifle hier zurückgezogen. Und dann muss ich der Ork rausporten, bevor hier sein Blade Master auch noch down geht im Fokus von den Spellbreakern. Ja, verlieren hier noch einige an Units, während sie sich zurückziehen. Hier gehen noch zwei Grunts down, ein paar Ghoule gehen noch down. Hier und der Death Knight Level 1 muss hier auch porten, um seinen einzigen restlichen Ghoul und sein eigenes Leben zu retten. Tja. Und der Paladin hier von Coca-Cola Conti, von mir, hat hier auch mit dem Mana-Anhänger, dem Planet of Mana, hat er hier 610 Mana mit dem Mana. Das ist natürlich übel, 610 Mana, das ist natürlich richtig krass. Das habe ich in einem letzten Replay bei einem DK gesehen und das war natürlich auch schon heftig, ja. Der macht, was er will damit. Ja, wir haben jetzt hier Level 5 für den Paladin von dir tatsächlich, also von Coca-Cola Conti. Und das ist also ziemlich übel. Ja, wer sich jetzt natürlich fragt, für die Leute, die sich jetzt vielleicht nicht so gut auskennen, warum creept der noch? Ja, man kann natürlich den Hero nicht weiter creepen als Level 5. Ab dann ist Ende. Die Creeps geben einem dann keine Experience mehr, aber natürlich die Items. Ganz klar. Erstens natürlich das Item, was am Creep droppt, und zweitens natürlich der Shop. Ja, natürlich, ganz klar. Hier wurden auch aus dem Shop direkt die zwei großen Heal-Scrolls geholt und noch ein großer Mana-Trank wurde gefunden. Und damit hat er jetzt 610 Mana plus einen großen Mana-Trank. Es wird immer lustiger. So, und wir sehen jetzt natürlich hier schon die Upgrades 2-1 bei den Riflern, also 2 auf Attack, 1 auf Defense, bei den Spellbreakern 2-2. Was sehen wir jetzt hier bei den Tauren? Haben wir 1-0, das ist noch nicht besonders viel. Und ja, was macht eigentlich hier die Abos? 0-0, okay, mit dem Lich auf Level 3, mit dem DK auf Level 2. Was sehen wir denn in der Base? Wir sehen jetzt hier ein paar Obsidian Statues und das Destroyer-Upgrade, was gerade eben im Bau ist. Beim Undead und beim Ork sehen wir nichts Besonderes. Der pumpt auch gerade nicht besonders wirklich. Und hier schreibt Crow, dass wir Griffins brauchen oder dass ihr Griffins braucht. Und jetzt wird hier richtig schön human-like die Base zugepumpt mit Towern. Eine Handvoll Tower bitte. Und da werden sie auch mal gleich hingeschmissen. Ja, das ist jetzt eine Art Schlüsselmomente in dem ganzen Game, denn von beiden Seiten, sowohl von Crow Gems als auch von meiner Base aus, wird jetzt hier in Richtung Mitte getowert. Man sieht ja auch gut die Schatten der Tower, die gebaut werden, und es werden immer mehr. Und vor allem dieser wichtige Spot um den Mana Fountain herum wird jetzt hier gesichert, damit man auch immer sicher Zugriff auf den Fountain hat. Das ist natürlich eine richtig geile Taktik, das habe ich so natürlich auch noch nicht gesehen, dass man jetzt hier natürlich so offensiv die Base im Endeffekt, die wichtigen Punkte der Base hier jetzt zutaut. Jetzt macht sich hier der Blade Master nochmal ein bisschen auf die Echse von dir, um natürlich jetzt hier noch ein bisschen die Echo zu stören. Da steht auch kein Tower, das kann er auch machen, wie er möchte. Da wird ihn wohl, die zwei Rifler werden ihn wohl da auch nicht mehr weiter stören. Hat hier auch einen Spirit Link drauf, also da muss er hier eigentlich gar keine Angst haben, dass er dir irgendwelchen Schaden nimmt. Allerdings trifft jetzt hier die beiden Armies, treffen jetzt hier auf den Ork, der völlig frei steht. Und der Blade Master ist gerade irgendwo. Kann sich jetzt hier gar nicht rausporten. Muss ich jetzt hier erstmal zurückziehen. Wo ist der Blade Master? Wo ist der Blade Master? Wo kann er sich hier rausporten? Und jetzt kommt der Undead hier von hinten, wie gesagt. Ihr kommt jetzt hier von hinten gegen die Rifleman. Jetzt muss natürlich tierisch aufpassen. Jetzt ist natürlich Micro ganz wichtig, dass man seine Einheiten richtig positioniert. Die Abos, die werden jetzt erstmal gefokust hier von den Riflern. Ja, die komplette Ork-Army ist da oben in der kleinen Lücke eingesperrt. Und kann natürlich gar nichts machen. Kann gar nichts machen in der kleinen Lücke da oben. Da können einfach die Tauren gar nicht mehr richtig attackieren. Und das ganz Wichtige, die ganz wichtigen Healing Wards, die stehen jetzt einfach nur für den Ork da und nicht für den Undead. Und das ist natürlich hier Split-Action. Und da geht der Lich down, da kommt ein Heal auf Level 3. Und da geht auch der Lich down. Oh mein Gott, der ist natürlich immer der Level hier unter. Der Blade Master muss hier aufpassen, wird jetzt hier aber noch, geht jetzt hier noch in den Windwalk. Und jetzt sind tatsächlich die Humans hier eingekesselt, usen aber hier noch ein Healing Scroll, um jetzt hier noch ein bisschen Health zu kriegen für die ganzen Rifle. Und das sind wirklich eine Menge Rifle, Die DK muss jetzt hier aufpassen, da kommt der Heal und geht down. So schnell kann man ja gar nicht casten. Oh mein Gott, das ist richtig nice hier. Das ist richtig nice und die Tauren verursachen jetzt zwar noch ein bisschen Trouble, aber das sieht momentan noch kontrollierbar aus. Allerdings, jetzt kommt hier das Ultimate von dem Paladin auf Level 6, das hier natürlich gleich ein paar Units revive. Das ist sehr nice und also das muss man hier wirklich lassen. Das ist auf jeden Fall sehr schön jetzt hier gemacht. Der BR muss hier auch aufpassen, das Spirit Link kommt immer wieder, aber das ist natürlich für die Sparebreaker umso besser. Allerdings sind jetzt hier schon ein paar Rifler down gegangen, allerdings sehr, sehr viele Einheiten hier vom Ork, allerdings der revived hier immer schön. Er belebt die ganzen Tauren noch immer wieder, es werden noch nicht weniger Tauren, er versucht jetzt hier rauszuziehen, werden noch ein paar Tauren surrounded und an der Flucht gehindert, werden hier während des Weglaufens gekillt, aber man kann natürlich auch die Spirit Walker überhaupt nicht angehen mit nur Spellbreakern und Riflern. Die können hier einfach weiter drinstehen, sind nicht in Gefahr und können hier weiter reviven, wie sie lustig sind. Die Tauren werden hier dann sozusagen auch nicht weniger, egal wie viel davon killen, der kommt ja auch nochmal zurück mit den Spirit Walkern.
und Revive, die tauchen praktisch nach dem Kampf noch, während wir noch mit den Amis da stehen, wir können die auch nicht weiter aufhalten. Tatsächlich, und, ja. Und holt sich einfach alle Einheiten zurück. Richtig nice, jetzt hier nochmal die ganzen Tauren zurückgeholt, ob es jetzt alle waren, ich bezweifle sehr. Hier werden nochmal die ganzen verlorenen Einheiten mit dem Ultimate vom Paladin zurückgeholt, das ist natürlich sehr nice jetzt hier. Richtig geil, und die Echse wird jetzt hier erstmal vom Ort behakt und man sieht hier gleich die Tower und das, was wir oben angesprochen haben, was man da oben schon sieht, alles ist voller Tower um den Fontaine of Mana. Natürlich hier rum, jetzt gehen hier nochmal die ganzen Tauren rein, allerdings die schauen ganz schlecht aus gegen so eine abnormale Anzahl an Rifern. Schauen die Tauren natürlich auch nicht schlimm aus, auch wenn sie 1300 AP haben, das ist ganz übel. Level 7 für beide Paladine. Das ist Level 7, das ist natürlich ganz bitteres Laster. Und die haben hier immer noch, ja, zumindest der türkise Paladin hat hier immer noch so gut wie volles Mana, auch nach den ganzen Heals und dem Ultimate. Es wird einfach nicht weniger mit dem Mana-Pendant und dem großen Pot. Also er hat hier zumindest noch 60 Mana und deiner hat es natürlich hier noch 400. Also hier natürlich jetzt hier der Kükis. Ich habe andere Farben als du natürlich. Also hier der von Conti hat natürlich jetzt hier noch 400 Mana und das wird natürlich immer mehr jetzt am Fontaine natürlich. Klar, man sieht jetzt hier oben, man sieht nochmal schön, wie die Spirit Walk hier nochmal die Tauren zurückholen und hier oben, wie angesprochen, diese Masse an Tauren, die von dir, also quasi hier ein Upgrade auf beiden Seiten haben, auf die Defense. Jetzt kommt hier nochmal eine kleine Go, möchte jetzt hier noch ein paar Tauren wieder rausholen und man sieht hier Gargs. Allerdings nicht wirklich viele, anstatt dass sie gefällig werden können, vor allem nicht gegen diese massive Anzahl an Riflern. Da kommt nochmal eine Nova rein und meines Erachtens sagt, wie könnt ihr jetzt die Gegner jetzt quasi dieses Spiel noch rumreißen? Meines Erachtens nach bräuchten sie mal einen stärkeren Hero, einen Level 3 Hero, der bringt einfach nichts. Ein Level 5 Lich würde vielleicht schon anders aussehen mit der Nova. Ja, das wäre natürlich ein ganz anderes Spiel dann. Wir verlieren sie noch einige Einheiten, weil sie versuchen hier irgendwie die Choke auszunutzen, uns da rein zu pushen, aber wir stehen hier natürlich super, die Spellbreaker blocken alles. Und die Rifler hauen natürlich einfach nur noch fünf drauf. Einheiten irgendwie. Die Rifler hauen natürlich einfach nur noch drauf, das ist natürlich ganz extrem. Und der Ork versucht jetzt hier noch mit seinen Tauren natürlich die Tower zu killen. Allerdings, das ist natürlich eine massive Anzahl an Tower, das natürlich abnormal ist, ja. Mann, dafür liebe ich Human ja auch. Für die Tower. Die sind einfach... Ja, die sind bei Human auch einfach am schönsten platzierbar, sag ich mal. Weil die Arbeiter eben auch einfach mit mehreren Leuten in einem Tower arbeiten können und auch überall hinbauen können. Jetzt verarschst du die armen Gegner auch noch, sagst, dass du nicht mal einen Rifler verloren hast. Was sogar tatsächlich die Wahrheit ist. Alle gestorbenen Rifler wurden wiederbelebt. Wie man hier auch sieht, ich bin über meinem maximalen Supply angelangt. 86 tatsächlich hier. Auf High Upkeep. 86 zu 84, also minus 2 Supply im Endeffekt. Ja, und jetzt wird man hier gleich schön sehen, was du gerade gefragt hast. Wie können die Gegner den Fight nochmal rumreißen? Die Tauren sind jetzt auch hier 2-1 getecht und haben natürlich auch das Pulverize Upgrade. Und wir sind natürlich nur informationsstark. Die Breaker müssen perfekt die Tauren blocken, wenn die Tauren hier einmal in die Rifle reinkommen, so wie jetzt zum Beispiel. Ja, jetzt kommt hier direkt die Wave und das ist ganz schön, was man jetzt hier sieht. Da kommen direkt und natürlich, jetzt sieht man ganz gut, wie wir natürlich hier die Rifle eigentlich ablosen gegen die Tauren, wenn sie hier nicht perfekt stehen. Das Pulverize Upgrade, das macht hier natürlich einiges, das macht hier richtig einiges. Hier direkt mal eine Scroll of Protection drauf geused und jetzt stehen die ganzen Einheiten da. Haben wir sie hier noch sogar noch ein, zwei Cutters, hat jetzt hier sogar die ganzen Akkus von seiner Base mitgenommen, unfassbar. Und tatsächlich jetzt hier ein wenig rausziehen, aber es sind natürlich viel zu wenige Spellbreaker, um jetzt hier effektiv alles blocken zu können. Diese ganzen, diese Anzahl an Abos und an Tauren sind natürlich viel zu viel und das ist natürlich jetzt ein ziemlicher Punkt. Denn jetzt muss man sich hier auch rausporten, das ist ganz klar. Da portet sich jetzt hier der Paladin raus und der andere, der steht hier noch rum, möchte sich jetzt hier eventuell so zurückziehen. Würde er hier vielleicht auch noch schaffen. Ja gut, die sind etwas zu langsam. Wenn jetzt hier vielleicht nochmal Scroll of Speed kommen würde, allerdings die hat er anscheinend nicht dabei. Jetzt kommen wir auf der anderen Seite nochmal Abos, bleibt ihr jetzt stehen? Bleibt jetzt hier stehen und loost jetzt tatsächlich. Ja, jetzt portet er sich raus. Das hätte er wirklich früher machen können. Jetzt geht hier wahrscheinlich noch der ein oder andere Spellbreaker down. Jetzt kleiner Supply-Abgleich von mir mal. Conti, also ich habe jetzt hier 60 Supply. Crowgem hat 57 Supply. Und die Gegner, der Ork hat 69 Supply mit den ganzen revived Tauchen. Und der Undead hat hier die 66 Supply. Also sie haben deutlichen Supply-Vorteil. Und natürlich auch deutlichen Tech-Vorteil. Beide haben Tier 3, beide haben hier richtig dicke Tier 3 Einheiten. Und auch mit den Hero-Levels geht's jetzt langsam. Der Ork hat hier Level 5, fast 6 Blade Master. Ja, das Level 4 Tauren Chieftain. Das ist natürlich eine üble Sache. Also man weiß es ganz genau. Ein Level 6 BM kann auf jeden Fall ein fast verloren geglaubtes Spiel alleine noch rumreißen. Das ist wirklich so.
Ja, also, vor allem der Bladestorm gegen die Der Bladestorm gegen die Rifle. Das ist natürlich eine ganz üble Sache. Jetzt muss ich hier der Human erstmal zurückziehen. Hier der Crow muss sich hier erstmal zurückziehen. Lust jetzt hier noch ein Spellbreaker. Kann hier natürlich alleine nichts machen gegen diese Einheiten. Ja, das ist natürlich ganz übel. Pulverate rockt hier natürlich ziemlich. Und mit den Spirit Walkern zusammen noch eine riesengute Taktik. Die Base, die ihr da aufgebaut habt, die wird natürlich wahrscheinlich erstmal down gehen gegen diese Anzahl. So, jetzt gehen die Akkus hier erstmal hoch. Was sehen wir jetzt in der Base? Machen wir nochmal einen Base-Abgleich. Wir sehen immer noch gar nichts. Wir haben jetzt hier zwar drei Slaughterhouses beim Undead, aber ansonsten ist das Spiel ziemlich angehalten, denn nur noch eine Goldmine ist bei den Roten jetzt im Endeffekt bei mir, also beim Ork und beim Undead hier jetzt nur noch die Goldmine vom Undead hier im Endeffekt da. Der muss natürlich hier erstmal schauen, dass er was ankriegt. Im Gegensatz zum Human, bei dem noch jeweils eine Echse läuft, weil die Goldmine natürlich reingeschützt. Und jetzt sieht man hier ganz schön in der Base von Conti aus drei Rex Griffins, natürlich zusammen mit dem Stormhammers Upgrade. Richtig, richtig gut. Jetzt kommen hier also quasi eigentlich die besten Einheiten, die man gegen diese Combo spielen kann. Natürlich gegen die Spirit Walker, weil natürlich Magieangriff und natürlich auch gegen die Abos und gegen die Tauren rocken die natürlich tierisch. Ja, so. Jetzt kommt hier eine der größten Szenen im Game. Die versuchen hier mit den, also die Undead und Orc Army versucht jetzt hier mit den richtig dicken Melee-Units die Tower und Spellbreaker Rifler Army hier von den Humans zu brechen und den Mana Fountain zu erobern. Und wenn die Humans den Mana Fountain verlieren, dann ist natürlich hier die größte Stärke der Paladine auch futsch. Deswegen müssen sie jetzt unbedingt diese Line hier halten. Das ist natürlich richtig heftig. Sie stürmen jetzt natürlich an mit allen möglichen Tauren. Aber man sieht ja ganz gut, wie viele Tauren hier im roten Bereich sind. Allerdings, da macht sich ja gar keine Probleme. Jetzt kommen die ersten zwei Griffins hier oben. Muss ich jetzt hier der Human zurückziehen. Splittet jetzt hier aus Versehen seine Arme. Er hat jetzt hier vier Rifle auf der einen Seite und den Rest auf der anderen. Das ist gar nicht gut. Alles Spellbreaker jetzt hier im gelben Bereich. Aber dagegen im Satz dazu die Tauren natürlich auch schon alle da. Allerdings, die können revived werden. Das ist nicht das Problem. Die Tauren hier oben, die sind gerade Futter und werden rausgefokust. Das ist auf jeden Fall kein gutes Micro jetzt im Endeffekt hier. Aber der Undead muss natürlich aufpassen gegen zwei Level 3 Heals, gegen seine Einheiten. Natürlich ganz schnell ziemlich finster im Schächtelchen. Jetzt muss der DK aufpassen. In DK ist run. Kommt er nicht mehr raus? Da geht der DK auf Level 4 down. Unfassbar jetzt. Jetzt natürlich hier geblockt worden von den Spellbreakern. Jetzt muss er aufpassen. Jetzt werden natürlich für die Griffins machen hier gute Arbeit, aber immer wieder die Tauren werden hier immer wieder revive. Level 6 für den Blade Master. Der muss natürlich reinrocken, hat hier aber keine Mana. Rennt zum Fontaine, um sich jetzt hier Mana zu holen, um den Kampf für sich zu entscheiden. Um Gottes Willen. Jetzt wäre natürlich der richtige Zeitpunkt für sein Ultimate gewesen. Direkt hier gegen die ganzen angeschlagenen Einheiten, aber das funktioniert einfach nicht ohne Mana. Und jetzt haben wir hier schon eine massive Anzahl an Griffins, die hier natürlich reinrocken. Jetzt ist hier der Level, Level 5. Und er wird hier auch. Jawohl, jetzt geht hier der Lich down. Jawohl, mit zwei Healings. Level 9 und Level 8 Paladin. Sowas hat man nicht gesehen. Mein Gott, hat natürlich jetzt hier alles verloren. Der haben natürlich jetzt hier alles verloren. Jetzt kommt hier nochmal der Blade Master. Kloppt hier völlig rein und macht jetzt hier sein Ultimate. Mitten in den Riflern und zieht natürlich jetzt hier sauber die Rifler ab. Killt jetzt hier gleich mindestens 7 Rifler. Rifler, wenn nicht sogar mehr. Da wird nochmal einer geheilt, aber das ist natürlich ganz extrem hier. Das hätte natürlich einfach vorne kommen müssen. Das war natürlich ein Schlüsselmoment. Wenn der Mana gehabt hätte, der Blade Master, dann wäre natürlich ziemlich schnell Schicht im Schacht gewesen. Das muss man natürlich so sagen. Ganz klar. Ja, wie man jetzt hier auch sehen kann, die komplette Tower Defense Line hat zwar ihren Zweck erfüllt, ist aber auch durchbrochen worden. Es war also eine sehr knappe Geschichte. Da stehen nicht mehr viele Tower rum, nur noch an den Ecken, so 3, 4, 5 Tower. Aber was die gegen 3, 2 Tauren machen, ist natürlich auch klar. Natürlich. Die Spirit Walker laufen nochmal außen rum hier, sind ja auch schön von den Towern nicht angreifbar und holen sich ihre ganzen Tauren, die hier noch in den Leichtformen rumliegen, wieder. Wie man hier oben sieht, zack, alle werden wiederbelebt. Ja, und natürlich, wir gehen jetzt hier diesem Griffins jetzt hier, da sind jetzt schon 7 Griffins, gehen natürlich auf die Tauren und man sieht, wie schnell die down gehen, da haben sie gar keine Chance dagegen. Da wäre natürlich jetzt die richtige Combo, natürlich die Bats im Endeffekt vom Ork, allerdings der hat natürlich keine Kohle mehr. Ja, der hat kein Gold mehr, so war hier auch so die Strategie angesetzt, dass man einfach die Gegner in die Heavy Units drängt, bis sie kein Gold mehr haben und dann mit den gesparten Ressourcen auf den Counter geht. Somit können sie den Counter dann auch nicht mehr gegen Countern, eben mit Bats und Gargoyles. Quasi ein Counter-Strike. Ja, ganz genau. Ach gut, richtig. Wie gesagt, der BM, der ist jetzt zwar hier Level 6 und meines Erachtens nach, wenn der Mana gehabt hätte, dann hätte dieser Fight auch anders ausgehen können. Der hat sich jetzt hier erstmal den Orb of Lightning geholt, um jetzt hier die Ehreneinheiten rausfixen zu können. Allerdings, der muss selber aufpassen. Der muss selber aufpassen, dass er jetzt hier nicht in Focus Fire von den Griffins kommt, weil die sind natürlich absolut übel. 10,5 Rüstungen sind hier 2, 3 getecht.
da kann sich der Blade Master auch nicht mit anlegen. Nein, da braucht er sich nicht mit anlegen. Da kann er schlafen gegen die Viecher. Das ist auf jeden Fall übel. Und natürlich hier gegen die Spellbreaker, die seinen Mana ziehen. Jetzt lief schon der Erste das Game. Hat er tatsächlich eingesehen, dass er keine Chance mehr hat gegen dieses Spiel. Massiv gut. Unfassbar, da ist das Spiel zu Ende. Mein Gott. Was sagt man dazu? Also, das ist richtig, richtig nett. Man hat richtig schön die Taktik gesehen. Was sagst du noch dazu, zu dem Spiel? So als Resümee. Was hätte man anders da machen können, zum Beispiel von den Seiten von den Gegnern oder von sonstigen? Also was vor allem wichtig gewesen wäre, dass nicht beide auf Heavy Units gehen, also Heavy Melee, sondern der Ork hat ja mit den Tauren und den Spiritwalkern schon die beste Ground Army eigentlich, die man im Game haben kann. Und dass eben der Undead dann eben auf das Gegenstück geht, also dass er zum Beispiel Mass Destroyer oder Frostworms oder sogar Necromancer spielt, ja, die ja mit den Skeletten auch extrem gegen Human Defense reinhauen können. Ganz klar, natürlich. Okay, ich würde erstmal sagen, vielen Dank, Conti, das war klasse. Ja, danke auch an dich, hat viel Spaß gemacht. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und Leute, ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da, kommentieren, bewerten, sonst kloppe und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Commentary Warcraft 3 und vielleicht auch mal wieder mit dem Conti, denn das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das lässt sich mit Sicherheit mal wieder wiederholen. Also, ja, haut's euch rein und Servus.